Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal und heute gibt's mal wieder ein neues Squad-Builder. Das letzte von mir ist ja schon einige Wochen her. Kurz vor Ostern war das damals, habe ich euch ein ziemlich gutes Hybrid vorgestellt. Wer das noch nicht gesehen hat und sich denkt, jo, das würde ich ganz gern sehen, schaut auf jeden Fall mal auf unserem Kanal vorbei. Und heute gibt's mal was etwas anderes und zwar habe ich, stelle ich das erste Mal hier in FIFA 16 ein 4-Ligen-Squad vor. Ich glaube, es sind 4 Ligen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Nee, sollten 4 sein. Es ist kein NLW, weil das wäre ziemlich schwer gewesen und ich bin nicht so gut in Squad bauen. Aber ich finde das Team nicht nur gut, weil es 4 Ligen sind, sondern ich finde es auch vom Spielen her gut. Ich habe noch nicht alle Spieler, weil im Moment Team of the Season ist und so weiter und deswegen, oder morgen geht's ja los und deswegen die Spieler noch weiter sinken werden. Aber ja, ihr seht hier im Tor, fängt's an mit Buffon. Ich mache das jetzt gleich weg natürlich, damit ihr das ganze Team seht. Und zwar in 3, 2, 1, hier ist das Team. Und das Team sieht auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so stark aus, aber wir fangen an. Im Tor haben wir Buffon Recordbreaker, den ich gezogen habe. Ihr seht's hier, Erstbesitzer im Freepack gehabt. Hat mega gute Stats und hält einfach überragend. Also das geht eigentlich nicht besser so. Die Verteidigung sieht auf den ersten Blick okay aus. 2 87er, dann ein 81er und ein 78er. Aber der 81er hat so geile Sets, der hat alles über 80. Oh, das ist eigentlich der beste Rechtsverteidiger in FIFA 16, die Inform-Variante von Florenzi. Und der bekommt wahrscheinlich noch ein Team of the Season. Zusammen mit Chiellini, der natürlich auch mega gute Stats hat. 90 Defending, 84 Physics. Und Mats Hummels hat auch gut, der ja wahrscheinlich zu den Bayern wechselt, ist ja schon fast fix. Hier noch mit Schmelzer, der auch in der Innenverteidigung, in der Verteidigung steht, linker Verteidiger, damit ihr die beiden hier sich schön linken, eben den Strongling hier bekommen, den Perfect Link. Gleiche Nation, gleicher Verein, also die Innenverteidigung sieht ganz gut aus, bis jetzt haben wir 2 Ligen drin, Serie A und Bundesliga. Und es geht weiter mit der rechten Seite des Mittelfelds, haben wir Axel Witzel, das ist ein mega guter Allrounder, Hulk hat mega geile Werte, fast alles. Alles was man braucht eigentlich, mega geile Füße, geiles Tempo, geiler Schuss und auch der Passwert ist super und schaut euch mal an, der kostet nur 120.000 Coins, das ist einfach nur krank für so einen geilen Spieler. Dann geht's weiter hier mit Kevin De Bruyne und Yaya Touré, die beiden von Man City, also das Mittelfeld ist auch mega geil. Ich habe ja den Inform genommen, weil der ZM ist und der andere ZOM wegen der Chemie, aber ihr könnt auch natürlich auch den normalen holen, ganz klar. Yaya Touré, De Bruyne, Axel Witzel, einfach nur ein mega geiles Mittelfeld und im Sturm, wir machen jetzt mal weiter mit dem linken Flügel, haben wir hier Gradel. Den habe ich davon noch nicht gekannt, ich habe einfach aus BPL Elfenbeinküste gesucht und habe ihn da gefunden. Mega geile Werte, 88 Tempo, hat hier 82 Dribbling auch noch, 79 insgesamt. Sieht ganz gut aus, ich werde ihn nach dem Team of the Season auf jeden Fall mal testen und im Sturm natürlich Aguero, mein Lieblingsspieler in FIFA 16 kann man sagen, also der geht einfach mega ab, Leute. Schreibt mir mal eure Meinung zum Squad in die Kommentare. 4 Ligen, wie gesagt, kein NLW, glaube ich, obwohl, nee, kein NLW, schade. Warte, nee, ist kein NLW, okay. Ja, Leute, das soll es gewesen sein mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann bei weiteren Videos. Bis dann und ciao.